Yo, ein neues Video und das mal nicht an einem Donnerstag. Ihr seht richtig, denn ja, ich habe was Geiles für euch und das möchte ich gerne ausprobieren. So, ich bin in der Halle angekommen und warum ich heute das Video mache, das steht hier um die Ecke. Denn es gibt kleines Spielzeug, welches wir ausprobieren wollen. Und dieses Spielzeug probieren wir an einem Auto aus, welches ihr noch nicht kennt. Es ist ein neues Auto. Es gehört dem lieben Chris, unserem Lackierer, der uns diese Karre unter anderem hier mit lackiert hat. Viele kennen ihn schon aus den Videos. Und heute geht der Umbau bereits los. Total spontan. Wir haben nichts davon angekündigt. Ich zeige euch jetzt die Karre und dann reden wir, worum es heute geht. Hier seht ihr jetzt das neue Projekt vom Chris. Die Umbauvideos werden die nächsten Wochen kommen. Wir sind schon mittendrin, wie ihr gleich sehen werdet. Viel Spaß. Let's go. Das ist er, der neue von Chris. Es ist ein Audi A4 B8 Facelift, hat er gebraucht gekauft, ist aber echt noch in einem geilen Zustand. Und ja, wir fangen direkt an, ihn kaputt zu machen. Er bekommt heute diesen wunderschönen S-Line-Grill. S4US. S4US, ja. Der kommt hier rein und wenn das hier gemacht ist, haben wir noch ein kleines Gadget, welches wir natürlich hier sofort probieren wollen. Ich hole das mal schnell und dann zeige ich euch, worum es geht. Ich habe von der Firma Carly etwas geschickt bekommen. Das liegt schon ein bisschen länger bei mir und ich bin ziemlich heiß, das jetzt endlich auszuprobieren. Diesen Adapter hier. Mit diesem Adapter und meinem Smartphone, das ist Chris sein Smartphone, meinem Smartphone, eigentlich mit jedem Smartphone, ist scheißegal, leider durch die App runter, haben wir die Möglichkeit, A, bei diesem Gebrauchtwagen, den er sich geholt hat, herauszufinden, ob er sich über den Tisch ziehen lassen hat. Hat er bestimmt nicht, weil der kommt aus der Familie, oder? Ja, gut. Hoffen wir es mal, sonst haben wir hier gleich einen Krieg ausgebrochen. Sind die Kilometer echt? Was ist die Durchschnittsgeschwindigkeit gewesen? Also ob wurde der geheizt oder nicht? In welchem Jahr wurde wie viel gefahren? Das heißt, wenn eine Karre 100.000 hat, aber schon 20 Jahre alt ist, ist jetzt hier nicht der Fall, könntest du rausfinden, stand die Karre mal ein paar Jahre ohne gefahren zu werden. Das finden wir alles damit raus. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die Karre komplett auszulesen. Das heißt, den Fehlerspeicher auszulesen und auch zu kodieren. Wir können ein paar Spielereien nachher ausprobieren. Wir kodieren die Karre so, dass es passt. US-Standlicht, im Tacho irgendwie welche coolen Sachen anpassen. Das versuchen wir nachher. Da habe ich enorm Bock drauf. Also das ist dieser Carly-Adapter, den wir heute auf jeden Fall ausprobieren werden. Doch zuvor machen wir hier die Grillarbeit fertig. Chris war schon fleißig. Seht ihr, es ist schon ein bisschen was gelöst. Die Reifen sind schon unten. Thema Reifen. Für Leute, die jetzt sagen, voll langweilig. Ich will sehen, dass das Ding auf der Fresse ist, dass das Ding fette Felgen kriegt. Wir auch. Tja, wir haben schon Felgen und die werden wir am Ende dieses Videos auch noch zeigen. Das heißt, heute seht ihr nicht nur ein neues Projekt, seht nicht nur den neuen Grill, seht nicht nur ein geiles Tool, welches wir ausprobieren. Nein, ihr seht auch die neuen Felgen für die Karre. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Das Ding muss fertig werden. Chris will mit mir auf Treffen fahren. Mein Audi haben wir gerockt. Jetzt rocken wir seinen. Ja, ich würde sagen, Grilltausch und let's go. So, der neue Grill ist verbaut und meiner Meinung nach hat er da echt eine gute Entscheidung getroffen. Das war schon mal ein großer Erfolg. Jetzt geht's weiter mit unserem besagten kleinen Tool, welches wir hier haben. Hier unten habe ich jetzt den Carly-Stecker eingesteckt und wir machen jetzt Zündung an, würde ich sagen. Ich verbinde mich mit meinem Handy und dann schauen wir mal rein, als allererstes, was der Fehlerspeicher sagt. Denn den können wir dann natürlich auch löschen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach mehr Informationen zu dem Wagen, die wir bisher noch nicht kennen. So, ich habe jetzt hier die App geöffnet. Als erstes wählen wir aus, welches Auto wir hier haben. Es ist ein Audi A4, B8 sogar schon. Sorry, ich bin nicht gut in sowas. Diesel genau. Und Baujahr hat er gesagt, 2013. Ich höre gut zu. Jetzt verbinden wir uns mit dem Adapter. Und sobald das hier verbunden ist, können wir loslegen.
Das erste, was wir jetzt wissen wollen, ist, gibt es irgendwelche Fehler hier im Fehlerspeicher, die jetzt noch nicht angezeigt werden im Cockpit? Das finden wir hier raus, indem ich jetzt hier ganz easy die Diagnose starte. Da können wir hier aussuchen, was er alles schaut. Kategorie, Motorsteuerung, ABS, Airbag, Getriebe. Wir haben jetzt mal alles ausgewählt und starten jetzt mal unsere Diagnose. Wir sehen jetzt hier, er hat schon 10 Steuergeräte diagnostiziert. Oh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ey, scheiße, wie viele Steuergeräte. So, 22 Steuergeräte und tatsächlich ein Fehler. Geber für Abstand vorne. Ja, das ist hier unser PDC. Ihr wisst, wir hatten gerade die Stoßstange unten. Und zack, haben wir einen Fehlercode vom PDC. Den lösche ich jetzt und wir schauen, dass es funktioniert. Also wir wählen hier den aus und starte löschen. Jetzt löscht er uns hier den Code. Ja? Andere fahren in die Werkstatt. Wir machen es hier mit meinem super abgegrenzten Huawei. Und mal gucken, ob das jetzt auch genauso gut funktioniert wie in der Werkstatt. Fehler hat es uns gelöscht, sagt er. Starte mal. Und wir schauen mal hier vorne. Ich gehe vor und du sagst mir, ob es piepst, ja? Piepst? Mega. 10 Euro bitte. Von mir? Nee, von dir würde ich nicht mal einen Cent nehmen, alles gut. So, also, Fehler auslesen, haben wir gesehen, funktioniert mega gut. Was jetzt natürlich noch viel spannender ist, wurde Chris übers Ohr gehauen oder nicht? Wir schauen jetzt mal den Gebrauchtwagencheck noch an, weil das finde ich noch spannend und das werde ich jetzt in Zukunft bei meinen Käufen bestimmt auch immer machen. Was ich jetzt mache ist, ich gehe hier auf den Gebrauchtwagencheck, zum Gebrauchtwagencheck und möchte herausfinden, was man jetzt hier über das Auto noch erfahren kann. Ich hoffe, wir finden raus, A, ist der Kilometerstand, der hier auf dem Tacho steht, der richtige. Der checkt das von verschiedenen Steuergeräten, ob das übereinstimmt und sagt uns dann, yes oder Finger weg, das Ding ist manipuliert. Wäre jetzt schon zu spät bei dir. Ne? Fahrwerke schon bestellt. Ah, hat er's gesagt. Fahrwerke schon bestellt. Und außerdem wollen wir mit der App jetzt rausfinden, wie der Wagen gefahren wurde, also über die Jahre. Also Gebrauchtwagencheck ist durch. Okay. Und er sagt, hat keine Manipulation entdeckt. Bitte Details checken. Ja, dann machen wir das mal. Wir haben dein Fahrzeug in der Kategorie Mittelklasse eingeordnet. Oh, nur eine Mittelklasse. 64.980 Kilometer. Und das wurde jährlich im Schnitt 12.000 Kilometer bewegt. Das ist auf jeden Fall, ah, hier, guck mal. Da siehst du es. Crashes vorne, hinten, null. Fahrer-Airbag, also die waren noch nie offen, die Airbags. Das ist schon mal gut, aber ich glaube, das wüsste der Chris. Ja, das war jetzt innerhalb von ein paar Minuten, haben wir gerade mal eben die ganze Karre analysiert. Ziemlich gut. Für heute lassen wir es erstmal gut sein mit der Karre, weil Chris muss noch weiter. Was wir auf jeden Fall morgen noch machen ist, wir versuchen ein bisschen zu kodieren. Wir haben hier ein paar Spielereien, die wir ausprobieren wollen und das ist bei so einem modernen Auto ziemlich geil. Kann ich beim Käfer zum Beispiel vergessen. Und die Felgen. Die Felgen, ich sehe sie von hier, aber ihr seht sie nicht. Die sehen ziemlich fett aus. Also Chris hat da wirklich auf die Kacke gehauen. Ich bin echt gespannt, die drauf zu machen, auch im Busmodus schon. Wir schauen sie uns morgen an, montieren sie und dann haben wir den ersten Eindruck, wie das Ding am Schluss aussehen könnte. Also wir sehen uns gleich wieder. Morgen, wir gehen jetzt Erdbeerpflücken gehen wir jetzt, oder? Ja. Wir gehen jetzt Erdbeerpflücken. Bis morgen. Oh, damn. We are back! Mit dem schicken Audi und der schicken Jules. Also wir sind wie gesagt zurück in der Halle, machen den Audi jetzt noch fertig. Mit fertig meine ich, dass wir noch ein bisschen was kodieren wollen, denn bereits morgen geht es schon weiter. Da wird dann was umgebaut, aber das seht ihr im nächsten Video. Ich weiß, ihr hasst das, aber ich kann nicht alles heute zeigen. Was wir jetzt machen wollen, sind zwei Sachen. Einmal wollen wir mit Hilfe der Carly-App schauen, dass wir das Piepsen des Gurtes deaktivieren können. Natürlich nicht erlaubt im Straßenverkehr, also das ist jetzt rein für Schauzwecke. Und dann wollen wir im Tacho, das ein bisschen Racecar-Feeling hat, wenn Chris die Zündung anmacht, soll der Tacho einmal ausschlagen. Und das kodieren wir jetzt auch. Dafür nehme ich jetzt wieder meine App hier zur Hand. Das Gerät stickt bereits. Hier wählen wir jetzt die Kodierung aus zum Kodieren. Jetzt prüfen wir erstmal die Kompatibilität. Boah, ich habe es geschafft, beim ersten Mal auszusprechen. Und dann starten wir auch schon unsere Kodierung hier. Also wir sind jetzt hier in der Kodierung drin. Auswählen können wir zwischen drei Bereichen. Einmal ZE, das heißt Zentralelektronik, alles mögliche. KSG ist unser Komfortsystem. Da gehen wir vielleicht nachher noch rein. Was jetzt interessant ist, ist hier die Kombi-Funktion. Da gehen wir mal rein. Und wichtig ist, jetzt seht ihr hier, die jetzige Kodierung für das ausgewählte Steuergerät aus dem verbundenen Fahrzeug auslesen und Backup erstellen. Dieses Backup erstellt er, damit, wenn wir jetzt hier irgendwas verkacken, Chris nicht mit einer verhunzten Kodierung rumfahren muss. Das heißt, wir haben jetzt vom Ist-Zustand ein Backup, wo er erstellt. Und wenn wir jetzt irgendwas falsch machen, was schwer ist, hier was falsch zu machen, weil du drückst einfach nur auf Ja und Go, kannst du es jederzeit wiederherstellen. Ist ja auch nicht meiner und ich möchte jetzt nichts irgendwie kaputt machen.
Das heißt, wir erstellen jetzt das Backup und dann kodieren wir hier fleißig mal rum. So, das Backup wurde erstellt. Ich wähle jetzt hier unsere Sitzgurterinnerung aus und wir machen jetzt auf Aus. Und wir wollen unseren Tachotest, das heißt hier Einschalten der Zündung, schlägt der Tacho komplett aus. Das machen wir auf An. Und drücke jetzt hier auf Kodieren. Jetzt sagt er uns hier, die Spannung muss bei mindestens 12,5 Volt sein. Deswegen machen wir jetzt kurz den Motor an, damit wir hier die Kodierung starten können. So, Motor läuft. Ich drücke hier auf OK. Und kodieren. So, das ging mega schnell. Wir haben gerade die Kamera ausgemacht. Schon sagte mir, Kodierung war erfolgreich. Zündung einmal aus und wieder anmachen, um zu testen, ob es funktioniert hat. Das machen wir jetzt und sind alle gespannt, ob es geklappt hat. Als erstes schauen wir mal, ob unser Tachotest, das Kodieren dafür funktioniert hat. Einmal Zündung an. Bäm. Alter, Cockpit Race Car Feeling. Sehr, sehr geil. Das mit dem Anschnallen können wir nur testen, wenn du fährst, oder? Ja. Ich würde sagen, du fährst mal kurz raus eine Runde und sagst uns dann, ob das funktioniert hat. Unangeschnallt natürlich nur hier auf privatem Gelände, gell? Das ist nicht auf die Straße. Also, es hat geklappt. Wir fahren wieder zurück in die Halle. Kodieren das jetzt schnell wieder raus, weil wenn Chris auf den öffentlichen Straßen fährt, soll er natürlich nicht vergessen, sich anzuschnallen. Das muss jetzt auf jeden Fall wieder raus. Und dann gibt es noch ein bisschen Felgen-Action. Denn die liegen schon hier und die installieren wir jetzt mal. Installieren. Wir installieren Felgen. Wir stecken sie drauf. So, wie wir alle wissen, können diese 17 Zoll originalen Felgen hier auf keinen Fall drauf bleiben. Wir stecken die Felgen jetzt drauf, um dann quasi bereit zu sein für das Fahrwerk, um gleich zu sehen, wie man das hier versenken kann und wie das dann auch aussehen könnte. Also heute Felgen, nächstes Mal low. Also er hat die Felgen hier drin. Wir wollen nicht zeigen, noch nicht zeigen. Also er hat die Felgen hier drin, wir holen sie jetzt raus und dann gibt es den altbekannten Felgenporn. Damn, Messer Baby! Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Und was sagst du? Na ja. Was? Bus. Ja, ist halt noch hoch, ne? Der braucht definitiv ein Fahrwerk. Der braucht was, ja. Aber hey, die Felgen? Sehr geil auf dem Weiß. Das sind 9x20 Messerfelgen. ET40, noch ohne Spurplatten. Wir schauen mal, wie das dann aussieht, wenn das Ding am Boden liegt. Aber bis jetzt schon sehr vielversprechend. Wir haben hier einen Stretch, nicht zu viel, aber ist schon ein schön schmaler Reifen, auf jeden Fall. Kann man jetzt sich noch schwer vorstellen, weil das Ding halt wirklich, kannst du eine Faust noch dazwischen stecken. Wir haben da ein bisschen was Besonderes vor. Und dann wird das Ding hier auf jeden Fall ziemlich geil. Das war's mit dem Video. Ein kleines Special, mal nicht am Donnerstag. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. So einen kleinen Ausschnitt mal, was wir nebenbei machen. Vielen Dank nochmal an Carly. Mit dem Ding hier haben wir wirklich Spaß gehabt und vor allem werden wir es immer wieder wahrscheinlich verwenden können jetzt. Schaut vorbei, der Link ist auch in der Beschreibung wie immer. Und seid gespannt auf das weitere Projektvorgehen hier. Ich habe enorm Bock, freut mich enorm, dass wir jetzt auch mal an Chris seiner Karre arbeiten können. Er hat ja wirklich Gas gegeben für meinen Audi. Und deswegen, ja, Herzensprojekt. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook.